the power of the dark side. Muss ich jetzt wieder zu der Eulen zurück? Oder? Nee, ist ja nichts los. Weiter geht's. Yay! Yeah. Wir müssen in die Kantina. Das heißt, wir laufen hier falsch, oder was? Nein. Nein, schon richtig. Wir trinken jetzt einen mit Sash auf den Tod von Scotia. Wir sind startklar. Wo bist du jetzt, Siegflo? Mitte. Also Kleider des Cast City Zugangs. Taxi. Cast City Innenstadt. Ja. Ja. Als mir zu Ohren kam, dass sie sich mit einem Mandalorianer eingelassen hatte, war ich schockiert. Einfach schockiert. Ein Mandalorianer? Ist reines Sith-Blut heutzutage niemandem mehr heilig? Ich weiß. Wie seht ihr das, Sash? Iblises Amins Weihheitsfuls. Gawendida Siegfram Tauhans. Entschuldigt mich, ich muss mich kurz unterhalten. Wenn es sein muss... Wo war ich stehen geblieben? Dem Imperator sei Dank, dass du eingetroffen bist. Diese Feiern sind einfach unerträglich, ganz gleich, wie viel man trinkt. Du hast hoffentlich gute Nachrichten. Ich habe die Maschine demontiert. Dann ist er also tot. Hervorragend. Du hast Nennt mich Darth Killer. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Darth Tanaton. Welche Ehre. Ja. Ich gehe dann mal. Bleib, wo du bist. Dieses Gespräch wird nicht lange dauern und ich habe noch ein paar Anweisungen für dich. Was verschafft mir die Ehre, mein Lord? Ihr habt Nerven, Sash, und Mut. Aber ich dachte, ihr werdet klüger. Bei allem Respekt, Darth Tanaton. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Spielt nicht die Unwissende, Sash. Scotia ist tot und ihr habt ihn getötet. Scotia? Tot? Ich höre zum ersten Mal davon. Wann ist das passiert? Gerade eben, Sash, und ihr wisst es. Wonach strebt ihr? Seine Position, sein Titel, so läuft das nicht. Wo bleibt eure Diskretion? Diskretion? Ich bin schon seit einer Ewigkeit auf dieser Feier. Vielleicht habe ich schon etwas zu viel getrunken, aber ich habe sicher niemanden umgebracht. Obwohl ich schon immer auf Scotias Gemächer neidisch war. So viel mehr Regale. Sash, ich will so ein Gespräch nicht über Holo führen. Kommt sofort in meine Gemächer. Ja, Darth Tanaton. Es ist mir eine Ehre. Was war denn das? Gib mir Zeit für ein Gespräch mit Tanaton und triff mich dann in Darth Scotias Gemächern. Und keine Sorge, du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe.
Wir haben es geschafft. Was für ein mieses Drecksstück. So, ich hatte es jetzt wieder so, dass du bei mir nicht zu sehen warst. Bist du auch nicht in deiner Mission. Okay. Aber wie die das alles geplant hat, die ist extra auf diese langweilige Feier gegangen, damit sie ein Alibi hat. Ja. Halt nur Kratzer. Ich will ja nicht runterspringen. Wir haben eine Heiler dabei, springen. Ich hing ja irgendwie hinten zwischen. Ich glaube, wir müssen zurück zu Darth Scutias Gemächern. Ja. Nein, nein, sie wollte den Rang nicht und sie will die Gemächer, weil so viel mehr Regale. Was für ein Blödsinn. Ich hatte der Verschaukel als Maul. Jetzt hat er das ist... Das kann jeder bekommen, der... Durch, wenn man selbst Abonnent ist, kriegt man doch diesen Link, wodurch man andere einladen kann. Und wenn der dann so auch Abo macht, kriegt man dieses Mount. Wow. Schaukel. Also wieder in die Mitte oben. Ja. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Beton, hast du eigentlich Fauxi geworben oder haben wir das doof verschwitzt? Mit was meinst du geworben? Also, dass sie Esvetor über dich quasi spielt. Nee. Das haben wir verschwitzt. Ja. Also, so, das aber alle zusammen. Was wäre die Mountschungs gewesen? Ich glaube, wir hätten. Aber ich denke, das geht mit dem Abo. Wenn er mich wirbt, nicht das Abo. Beton, du hast hier Abo. Dadurch müsst du mal auf der Website schauen. Das machen wir später einfach. Ja. Dann hausche das unter deinen Videos vielleicht. Möchtest du Abonnent? Den Link nutzen und kann sich ja dann auch bei uns melden für in die Gilde. Ja. Da ist sie, Lord Zeshs Schülerin. Sie muss etwas wissen. Sie würde es uns nicht sagen, wenn sie etwas wüsste. Warbeins Brigan Iswis Buidan. Man kann ja trotzdem mal nachfragen. Lasst es gut sein, Kirnon. Ich kann es nicht gut sein lassen. Jeder weiß, dass Lord Zesh auf der Feier war, als Kotia getötet wurde. Und trotzdem weiß jeder, dass sie ihn getötet hat. Sie hat einen Weg gefunden, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wenn wir es jetzt gut sein lassen, sind wir alle tot. Deshalb werde ich Ihre Geheimnisse nie verraten. Gute Idee. Verratet ihm nichts, Schülerin. Aber ich muss es wissen. Bitte, ihr müsst mir verraten, wie Zesh Kotia getötet hat. Nun, sie hat sich einen Droiden besorgt und eine Perücke. Sie wird es euch ganz sicher nicht verraten, Kirnon. Gebt Ruhe. Na gut, aber ich warne euch, Calaveris. Lord Zesh wird zu schnell, zu mächtig. Wann hat jemals in der Geschichte der Sith jemand einen so dreisten Mord begangen und es so aussehen lassen, als wäre sie die ganze Zeit woanders gewesen? Der Imperator sollte alarmiert werden, das sage ich euch. Dann sind das denn neidisch auf eure Fähigkeiten? Bisschen vielleicht. Muss ich jetzt wieder da rein? Ne. Ich glaube, die andere sind auch drin, da müssen wir. Ist ja noch irgendwo ein Punkt auf der Karte. Was? Ne, das ist rot. Ich denke, ich muss mit Lord Zesh noch mal reden. Nein, nein, das ist, weil die anderen noch drin sind. Wir müssen nur warten. Wo ist ein anderer Punkt auf der Karte? Darth Zesh.
Nein, ich bin falsch. Ich muss zu denen rennen. Nachdem ich mit denen gesprochen habe, noch weiter rennen müssen. So, jetzt. Perfektes Timing. Ich habe mich gerade mit diesem unausstehlichen Thanaton getroffen. Und ich habe gute Neuigkeiten. Alle sprechen davon, dass ihr Scott hier ermordet habt. Fein, lass sie reden. Sie können nichts beweisen und das wird sie in den Wahnsinn treiben. Und das Treffen lief genau, wie ich geplant hatte. Du wärst stolz auf mich gewesen. Ich wurde zur Bestrafung hereinzitiert und bin als Darth herausgekommen. Werde ich auch befördert? Du bleibst zunächst meine fähige Schülerin. Allerdings kann ein Darth seinen Schüler zum Lord ernennen. Deine Aussichten haben sich also verbessert. Erinnerst du dich noch an die Karte, die du auf Korriban gefunden hast? Sie weist uns den Weg zur Macht des Tulak Horde. Und das erste Artefakt der Macht befindet sich hier auf Drumund Kaas. Das Artefakt befindet sich in der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Skutia bewachte den Schlüssel zu dieser Kammer immer wie ein Hutte seine Credits. Nun gehören mir Skutias Titel, seine Gemächer, seine Forschungen und sein Schlüssel. Er hat schon immer gesagt, dass ich die Kammer nur über seine rostige Leiche betreten würde. Allerdings werde nicht ich den Tempel der dunklen Seite betreten, sondern du. Die lässt uns die ganze Schmutzarbeit machen und kassiert den Lohn. Ständig muss ich eure Drecksarbeit erledigen. Bevor ja, das ist der Sinn, warum die Schüler haben. Schüler zu suchen, erwachte eine wütende Erscheinung im Tempel der dunklen Seite. In wildem Zorn tötet sie jeden, der die innerste Kammer betritt. Aber ich hatte einen Traum. Eine Schülerin von armer Herkunft unterwarf sich der Erscheinung und besänftigte sie. Deshalb habe ich deinesgleichen gewählt. Ich wusste schon immer, dass ich etwas Besonderes bin. Du bist eine viel bessere Schülerin, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Aber für diese Aufgabe musst du deinen Stolz begraben. Du musst den Tempel betreten und dich der Erscheinung stellen. Ich glaube, dass deine Demut der Schlüssel ist. Trotzdem solltest du wissen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob du die Person aus meinen Träumen bist. Ich fürchte, dass ich dich vielleicht in den Tod schicke. Macht euch um mich keine Sorgen, Meisterin. Du hast recht. Du hast das Holocron auf Korriban geborgen. Niemand sonst war dazu in der Lage. Wenn das kein Zeichen für deine Bestimmung ist, was dann? Tulak Hords Macht wartet auf uns beide. Wir dürfen dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Benutze diesen Schlüssel zum Öffnen der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Beuge dich der Erscheinung und kehre mit dem Artefakt zurück. Sei Galut Saida, Iswis Us Ulfbenden, Ja Adnam, In Puidangar Ja. Dein Kleidungsstück, was schlechter ist. Ich hab mal V gesehen, die Quest beglitt. Bis jetzt war ich immer bei euch dabei. Hui. Auf geht's zum Tempel der dunklen Seite. Da gibt's Backefutter. Was sie da all an einem vorbeirennen und coole Rüstungen haben, da der da zum Beispiel mit der Zacke da, guck mal. Immer mal wieder interessant, andere zu sehen, was es so gibt. Oder ist das, guck mal, vor ihm der Begleiter mit einer Schlangehaare? Na, jetzt ist er weg. Ja. Auch ein cooles Bike hat die Person. Ja, also interessant, was das Spiel noch zu bieten hat. Also ja. Immer noch sehr begeistert davon. Auf jeden Fall.
Na, Feeche, wo bist du denn hingereist? Die steht neben uns. Oh. Außenposten war die kalte. Ja. Also, wir haben einmal die Quest ganz unten, bei dem Außenposten hatten Bordengleiter, aber dann haben wir auch noch in der Mitte die Heldenquest. Alte Freunde, aber die könnten wir auch am Schluss machen, weil wir uns direkt hinporten können. Dann machen wir den langen Flug, erledigen das, porten uns da drüber und gehen dann alles für immer ab. Okay. Also das erste zum Außenposten. Ja. Das Lilane. Ach, es ist einfach schick gemacht. Und es wird nie langweilig. Nie. Ja, ich habe hier schon gesagt, da mit der Gilde nochmal ein anderer Schar gemacht und durchgewascht. Das Durchwaschen macht mir keinen Spaß. Nee, also. Nee, du kannst ja so rushen, aber man sollte sich halt trotzdem die Zeit nehmen und die Dialoge vor allem der Klassenquest genießen, weil halt jede Klasse seine individuelle Story hat. Und das ist das, was jetzt Star Wars so einzigartig macht im Vergleich zu anderen Spielen. Ah, das preisgekrönte Rollenspiel, wo ihr so gehypt wird, hat keine Dialoge in Quests. Du kannst schon immer den Aufsatz durchblättern, bis du dann mal was sage. Und statt sich hinzusetzen für so Dialoge zu setzen, gehen sie hier und machen Hilf-Add-ons mit dem. Dass du da Blinke hast und da Blinke und dann welche, ich muss das hier holen, für das hier zu bringen. Ist ja total langweilig. Und selbst wenn du, also ich habe ja im ersten Let's Play, was wir gemacht haben, habe ich ja die dunkle Seite gemacht. Und ich nehme jetzt hier die ganze helle Seite. Und das macht schon wieder einen Unterschied aus, wie die Story verläuft. Und das ist halt einfach. Es verläuft zwar ähnlich, aber man hat dann trotzdem andere Gespräche, also eine andere Auswahl und du hast ein anderes Gespräch. Und was mit diesem Captain hier reden? Hanmo? Was bitte? Und ich wollte sagen, das ist der Punkt, der halt für mich persönlich immer noch das Spiel, ja, es macht einfach Spaß und es ist nie langweilig. Weil du erlebst immer irgendwie was anderes und du kannst so viel erleben, das ist Wahnsinn. Selbst wenn du nur stumpf questest. Nur die Hauptquest verfolgst oder nur die Klassenquest machst, weil es von der XP her ausreicht. Ja. Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Alle unfähig. Ich weiß nicht, was los ist, aber wer dort hineingeht. Der Badekappe-Meister kommt hier. Laut Badekappe. Ich bin ein Sith. Behandelt mich entsprechend, Narr. Dann seid ihr die Erfüllung all meiner Hoffnungen. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite. Er sollte mal duschen. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtet. Dann soll er lernen, wie man das ordentlich aufträgt. Aber die Daten sind wichtig. Was genau ist meine Aufgabe? Ich möchte, dass ihr die Sklaven findet und alle Daten zurückbringt, die noch zu retten sind. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß, aber helft ihr mir? Eine Herausforderung ist es nicht gerade, also aber ich kann es erledigen. Wunderbar, fantastisch. Du klingst wirklich komisch, also anders mit diesem Ding. Wert. Ich meine, ich find's geil. Wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Es wäre jetzt total langweilig, wenn du so richtig die Maske oder sowas anhättest, würde ich dich immer noch normal anhören. Selbst auf sowas haben sie geachtet. Ja. Oh, ich mag's jetzt schon, wenn ich so Darth Vader-Mask krieg oder sowas. Du hast eine Badekappe. Mit so viel Bling-Bling. Halt. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen jungen Sith geschickt, um den Tempel zu sichern. Was geht hier vor? Natürlich. Sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten.
Wovon schwafelt ihr da, alter Mann? Ihr kommt euch wohl sehr mutig vor. Oder? Wir sind zu viert, was willst du? Aber nicht alles lässt mit dem Alter nach. Der Tempel der Dunkelheit. Er hat's Alter zu sagen. Uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sind sie immer noch da drin? Alle, die noch am Leben sind, ja. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Gibt es da drin noch mehr tote Sith Lords? Ah, ihr beginnt die Krise zu erfassen. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schlief. Wenn diese alten Sith Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Dromund Kaas überrennen. Vielleicht passiert ja gar nichts. Der Optimismus der Jugend hilft uns hier nicht weiter. Ich habe die Grabkammern drin. Ich sagte alle zu, jetzt bist du wieder eine Junge. Sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Platzes. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Warum sollte ich mich damit befassen? Es gibt sonst niemanden. Stellt euch die Ehre vor, verhindert zu haben, dass die größten Feinde des Imperators sich erheben. Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Schön. Jetzt werden wir auch noch zum Schweißer. Erkennt man eigentlich irgendwie an dem Briefkasten, dass man Post hat? Was? Oh, anscheinend. Feche, ich habe eine Menge Zeug. Das Grün ist und so, also für meinen Beruf, aber ja. Wir müssen doch auch noch mal mehr auf die Berufe hingehen demnächst. Ich trage eine Menge Zeug mit mir rum. Ja, dann auf geht's. Ich weiß es nicht. In die nächste Gruppe bist du reingestartet. Ich hab eigentlich eine Balkäche ausgewählt, aber okay. Also wir müssen jetzt, ich würde sagen, wir gehen halt nach vorne und nehmen dabei halt alles mit, was so auf dem Weg liegt. Lass mal die Bonus-Quest mit den 35, kann man auf jeden Fall mitmachen. Da ist was Grünes drin, wenn gehört's. Für mich leuchtet's noch. Moment. Ich hatte eine Infanterierüstung da drin. Ah, dann war's für dich. Erfordert schwere Rüstung. Kann ich nicht anziehen. Du kannst einen MP schicken. Warte. Meine Rüstung hat 268 Power. Wenn die schwächer ist, brauchst du meine Gewehrkante. Also an der Rüstung meinst du? Ja.
Rüstung hat die 208. Ne, warte, 208 ist mehr von mir. Schwere Rüstung. 362 Rüstung. 300? Oh, dann bräuchte ich sie. Wie schicke ich das? Ja, das weiß ich selber nicht. Ja, passt. Ah, jo, weil sie Abonnent ist. Nee. Weil sie Free-to-Play ist. Ja. Also brauchst du einen Briefkasten, oder wie? Ja, ja, das können wir später machen. Bring dich erstmal auf dein Fisch-to-Moped. Auf dein Fisch-to-Moped? Fisch-to-Moped, ja. Das sind jetzt wieder so Momente, wo ich schade finde, dass wir so hoch sind. Mehr rotzen doch einfach durch, tratratrat, kaputt, weiter geht's. Und die Illy haben wir so gekämpft. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder auf die nächste Illy, weil... Ja, ja, Herausforderung. Ich meine, währenddessen hat es mich schon ein bisschen genervt. Dass er so oft gestorben ist, dass es einfach nicht geklappt hat. Hey, ich hab das rausgeschnitten, ja, also... Echt? Wir sind dann in M-Rang durchgelaufen. Aber nee. Das Schöne ist auch, wenn man rippt, man lernt immer dazu, man lernt seinen Charakter besser kennen. Man setzt sich irgendwie im Unterbewusstsein mit dem Charakter mehr auseinander. Ich weiß schon gar nicht, klar, welche Attacke hier was war. Im Gegensatz zu dem Story-Modus mit den überpowerten Druiden, die uns da begleitet haben, war das es halt war doch langweilig. Interessanter. Ja. Das war echt langweilig. Klar, man ärgert sich dann, wenn man stirbt und wenn das doch nicht klappt, dann klappt es wieder nicht, aber der ja, es war auf jeden Fall besser. Ja. Ich meine, wenn man halt nicht so Wert drauf legt, kann man ja die Druide nicht benutzen, aber ja, ich möchte es nicht mehr. Ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal dann auch wieder... Warum muss ich heute wieder Jedi Leich anklicken? Ja, ich irgendwie auch. Keine Ahnung. Wo waren die Instellungen, Fischer? Welche das? Die hat sich nicht geändert, das ist wahrscheinlich. Level up! Nice, gefällt. Ah, guck mal, Foxy! Wuhu! Was? Level up Cut! Ihr hattet alle ein Level up. Ach so. Ich bin jetzt 29. Ente, du musst aufpassen, wenn bei dir der doppelt XP-Buff weg ist, dann solltest du vielleicht dann doch den XP-Boost benutzen. Ja, mach ich auch. Hab ich gern noch. Falls du uns zu weit nach hinten rutscht von den Erfahrungspunkten her. Aber wir sind so weit überlevelt, dass es eigentlich so im Moment keinen Unterschied macht. Mhm. Ja, ich bin ja auch. You know.